Hallo, mein Name ist Tim. Ich lade dieses Video jetzt hoch, weil ich etwas zu dem Verschwinden vom YouTuber Juice Memories zu sagen habe. Ich habe vor kurzem seine Kamera gefunden und auf der habe ich, glaube ich, einen Hinweis gefunden, wieso er verschwunden ist. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Wie auch immer, ich will jetzt auch einmal erst mal die Geschichte erzählen, wie ich überhaupt erst an die Kamera gekommen bin und was ich da gefunden habe. Also, es hat alles damit angefangen, dass ich vor ein paar Wochen spazieren gegangen bin. Ich ging wie jede Woche im Wald spazieren, meine übliche Route. Nach einer gewissen Zeit hatte ich mich etwas in der Umgebung verlaufen, weil ich mich noch nicht allzu gut hierin auskenne, weil ich noch nicht allzu lange hierin gewohnt habe. Nach einer gewissen Zeit habe ich was entdeckt, was im Normalfall nicht in den Wald gehören sollte. Eine Kamera, die einfach ohne einen Besitzer oder irgendjemanden in der Nähe da lag, so komplett alleine und schon seit längerer Zeit, da waren Laub und alles drüber. Ich habe mich selbstverständlich umgeguckt und erstmal gedacht, dass sie irgendjemanden gehört hat, der sie verloren hat. Aber es war niemand in der Nähe und dann habe ich mich entschieden, das mit nach Hause zu nehmen. Daheim angekommen, habe ich mich dazu entschlossen, mir die Dateien, die auf der Kamera sind, nochmal ein bisschen genauer anzusehen. Am Anfang hatte ich jedoch mit der Kamera einige Probleme. Zum Beispiel war mir am Anfang nicht bewusst, wo ich die SD-Karte überhaupt rausbekommen sollte, um die Dateien halt mir genauer anzusehen. Dann kam auch das nächste Problem. Ich brauchte meinen Schraubenzieher, um dieses Verbindungsteil zu dem Stativ halt öffnen zu können. Als ich das jedoch geschafft habe ich mir dann halt die SD-Karte rausgenommen. Und halt in meinen Computer reingesteckt, um mir das ein bisschen genauer anzusehen. Ich meldete mich an meinen Computer an, um mir die Dateien etwas genauer anzusehen. Als ich den Ordner der SD-Karte öffnete, fiel mir auf, dass wem auch immer die SD-Karte gehört hatte, seine Telefonnummer als Namen der SD-Karte hinterlegt hatte. Ich entschloss mich anzurufen. Der AB wies mich auf einen Julian Neumann hin. Ich notierte mir den Namen und beschloss, ihn kurz darauf auf Google einzugeben. Im Internet fand ich mehrere Artikel, die über das Verschwinden und den dadurch entstandenen großen Skandal um den YouTuber Juice Memories berichteten. Neugierig geworden, entschloss ich mich, mir die Dateien auf der SD-Karte etwas genauer anzusehen. Die ersten Videos fingen ganz normal an. In seinem ersten Video zum Beispiel stellt er sich nur vor. Hallo Leute, mein Name ist Julian Neumann und ich habe entschlossen, mir einen YouTube-Kanal zu erstellen. Warum, denkt ihr euch jetzt? Ja, also ich habe in letzter Zeit relativ oft YouTube geschaut und es gibt viele Leute, die sich einfach selber filmen und die Zuschauer mit in den Alltag integrieren. Weil ich jetzt die Kamera, ich glaube, vor einer Woche ungefähr bekommen habe, dachte ich, dass ich das jetzt einfach auch mal mache und ja, vielleicht wird es ja was Cooles. Die nächsten Videos waren auch nicht gerade sehr viel spannender. Er bedankte sich hauptsächlich für die Abonnenten, die er neu dazu bekommen Ist hatte. scheinbar echt gut angekommen bei euch. Ich hatte schon die 130 Abonnenten geknackt. Dafür wollte ich mich auf
auf jeden Fall mal bei euch bedanken. Und die 500 Abonnenten, die wir geknackt haben, bedanken. Ab da fing das Videotagebuch an, in dem er im Prinzip nur über seinen Tagesverlauf sprach, was auch nicht gerade sehr viel spannender war. Wollte ich das neue Projekt ankündigen, und zwar das ist das Videotagebuch. Da werde ich jetzt jeden Abend mich vor die Kamera setzen und einfach von meinem Tag erzählen. Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten Eindruck im Videotagebuch. Heute wollte ich einfach mal ein bisschen vom Tag erzählen. Ich habe jetzt noch nicht wirklich die Kommentare von gestern durchgelesen. Ich hatte einfach noch keine wirklich, wirklich Zeit dazu. Also heute war ich eigentlich wie immer in der Schule und ich bin dann noch zu einem Kumpel gegangen. Wir sind zusammen. An sich waren die meisten seiner Videos recht langweilig. Ich habe viele davon übersprungen. Ab seinem 900 Abonnenten-Special, was ein 9 Facts About Me war, fiel mir eine Person im Hintergrund auf. Herzlich willkommen zu meinem Abo-Special. Wir haben jetzt die 900 Abonnenten voll bekommen. Dafür dachte ich, mache ich jetzt einfach mal ein Special, und zwar ein 9 Facts About Me Video. Viel Spaß. Und ich mache gerne etwas mit der Kamera. Bei manchen seiner Videos wirkte er etwas komisch. So Leute, ich habe jetzt gerade noch mein Video geschnitten und jetzt will ich noch schnell einkaufen gehen. Ich dachte, ich nehme euch einfach ein bisschen mit und film so ein bisschen, wie ich hinfahre. Hey Leute, ich muss euch jetzt mal was sagen. In letzter Zeit ist es mir jetzt relativ häufig passiert, dass mich Leute einfach irgendwie auslachen. Einfach weil ich mich halt so alltagsmäßig filme, also für YouTube, für euch. Warum sollte irgendjemand jemanden auslachen, weil man YouTube-Videos filmt? Das war etwas seltsam. Mir fiel immer öfter eine Person auf, die im Hintergrund herumschlich. Und, Alter, ey Leute, der hat mich schon wieder so blöd. Auch er selbst sprach öfters darüber, dass er anscheinend verfolgt werden würde. Dann wurde es immer häufiger. Am Anfang sprach er nur in ab und zu ein paar seiner Videos darüber, dass er anscheinend von einer Person verfolgt wurde. Später, in den späteren Videos bestand fast der gesamte Videoinhalt nur daraus. Oh, immer diese Leute, ich sag's euch. Okay Leute, ich gehe jetzt lieber mal ein bisschen weg. Tagelang nahm er dann kein Video mehr auf und dann kam ich an das letzte Video. Er nahm mit einem Freund irgendetwas im Wald auf. Wir gehen einfach mal eine Runde jetzt hier rumlaufen, so ein bisschen. Wollen wir da einfach gleich hochgehen da im Prinzip? Na ja, wenn wir mal nur kommen, ne? Gehen wir vielleicht doch ein bisschen weiter hoch. Genau. Ich habe jetzt auch das letzte Video noch ein bisschen eingeschaut. Und hatte die Kommentare durch. Ja Leute, wir haben jetzt noch zwei Stöcke gefunden und wir schnitzen jetzt noch eine Runde. Ich glaube, wir filmen es jetzt einfach noch ein bisschen. Und sonst machen wir uns einfach noch einen chilligen Abend. Vielleicht schauen wir noch einen Film oder so. Das können wir ja dann noch besprechen. Nimmst du einfach mal die Kamera, ja, oder? Hä, warum hast du denn ein Messer dabei? Hast du das Geräusch gehört? Ja. Natürlich, da war ein Geräusch. Junge, das war wieder da. Halt doch mal ruhig. Da war nix. Da war halt ein Vogel oder so. Hey, nein, es war doch safe, Mensch. Nein. Junge, renn! Renn! Scheiße! Ich bin davon überzeugt, dass ihm irgendwas passiert sein muss. Das war's dann soweit. Mehr Informationen habe ich nicht. Ich werde mich dann wieder melden, sobald ich mehr weiß.